Wir sind heute in Söll und ich darf euch hier eine sehr schöne 81 Quadratmeter große Drei-Zimmer-Eigentumswohnung in zentraler, sonniger und doch ruhiger Lage vorstellen. Was mich hier besonders freut, ich habe selber mal in dieser Wohnanlage gewohnt. Es ist eine kleine, feine Wohnanlage mit einer 7 Wohneinheiten. Es sind alles nette Nachbarn, also man fühlt sich hier richtig wohl. Warum wird diese Wohnung verkauft? Da ist es so, wir haben zwei Schlafzimmer und bei der Familie hat es Nachwuchs gegeben. Die haben jetzt zwei Kinder und dann wird es sonst ein bisschen oder wird es zu klein. Ansonsten fühlt man sich da wirklich sehr wohl hier. Ja, starten wir mal kurz los. Wir sind jetzt hier im offenen Wohn-Koch-Essbereich. Also wir haben da Essen und Küche. Die gesamte Wohnung, werdet ihr jetzt dann sehen, ist sehr hell und lichtdurchflutet. Wir haben schönen Holzboden herinnen. Natürlich Fußbodenheizung. Offenes Wohnen, Kochen, wie gesagt, ist sehr großzügig gestaltet, haben wir viel Platz und Schwung. Und man sieht, Familie mit zwei Kindern, man hat alles Platz. Gell? Natürlich wird es irgendwann einmal, dass man sagt, wird ein bisschen knapp alles miteinander, aber geht sich trotzdem noch schön aus. Und jetzt schauen wir dann einmal auf den Balkon raus. Das ist natürlich toll, weil man eine wunderschöne Aussicht auf die Hohe Salve hat. Und man hat da einen ganz netten Balkon heraus. Man hat da von der Früh bis Abend Sonne, auch im Winter, also es ist hier ein sehr sonniges Platzal. Genau. Wie ich schon gesagt habe, man ist hier dann fußläufig gleich im Zentrum und da vorne sehen wir ein paar Leute, die warten auf den Skibus. Das heißt, man geht da vorne hin und ist dann schon, steigt in den Skibus rein, wenn man selber nicht mit dem Auto fahren möchte und kommt schon zur Bergbahn. Beziehungsweise Einstieg in die Skiwelt Söll. Genau, ja, dann schauen wir weiter. Offenen Wohn-Koch-Essbereich haben wir gesehen. Was sehr toll ist, wir haben da noch einen kleinen Raum, Abstellraum, wo trockene Waschmaschine Platz hat. Jawohl, das ist auch immer sehr praktisch. Dann hier haben wir den Eingangsbereich. Wie wir hier sehen, haben wir Platz für die Garderobe, Schuhe, Jacke, Mäntel, was man halt so als vierköpfige Familie alles hat. Dann haben wir hier Schlafzimmer Nummer 1. Man sieht, da ist die Jugend am Start. Und auch wiederum toll, wir haben überall Fenster. Da geht es auch nochmal zu einem weiteren, zweiten kleinen Balkon. Dann kommen wir hier zu Schlafzimmer Nummer 2. Jawohl, haben wir auch viel Platz und Schwung. Da haben wir einen kleinen Balkon draußen, wie ich schon gesagt habe. Also wie gesagt, auch schöne Größe. Und dann haben wir hier einmal das Badezimmer mit Badewanne. Haben wir auch. Und Waschtisch natürlich. Genau, schöner Fliesenboden. Und WC ist extra, was auch immer sehr praktisch ist. Achtung, jawohl. Ja, also auch schöne Größe fürs WC. Perfekt. Ja, so schauen wir aus. Dann gehen wir nochmal zum Wohnbereich her. Dann fasse ich es nochmal kurz zusammen, die Eckdaten. Also wir haben 81 Quadratmeter Wohnfläche. Wir sind im Herzen von Söll, zentraler kann man nicht wohnen. Das heißt, wir haben fußläufig alles, was man irgendwo an Lebensmittelgeschäften braucht, beziehungsweise Schulen. Sind unmittelbar erreichbar. Was gehört weiters zur Wohnung dazu? Wir haben einmal einen schönen Balkon Richtung Hohe Salve. Dann haben wir einen kleinen Balkon Richtung Wilder Kaiser. Weiters gehören zu dieser Wohnung ein Auto-Carport-Stellplatz und wir haben noch Besucherparkplätze. Natürlich haben wir auch ein Kellerabteil mit dabei. Was hier auch toll ist, wir haben, wenn man mehrere Besucher mal kriegt, in unmittelbarer Nähe ist ein größerer allgemeiner Parkplatz, wo man jederzeit parken kann. Fußläufig in 2 Minuten ist man da. In beide Seiten, also einmal in der Nähe von unserem Fußballplatz, haben wir Parkplätze genügend
für Besucher und dann Richtung Ortszentrum hat man auch noch mal zweimal einen großen Parkplatz, das sind öffentliche Parkplätze. Ja, wem Interesse zu dieser tollen Eigentumswohnung im Herzen von Söll geweckt haben, freuen wir uns auf Ihren Anruf oder auf Ihr E-Mail.